Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch 30 Neuheiten vor, die euch mit dem Pre-Patch erwarten. Viel Spaß beim Video. Die WOTLK Fresh Server starten. Hier könnt ihr eure Reise komplett von vorne beginnen, da jegliche Spieler auf der Minimalstufe starten. Dank dem 50% XP-Buff sollte das Leveln halbwegs schnell vonstatten gehen, wobei 4 Wochen bis Release immer noch sportlich sind. Der neue Beruf Inschriftenkunde kommt ins Spiel. Mit diesem malt ihr Kräuter zu Pigmente, welche ihr wiederum zu klassenspezifischen Glyphen, Schriftrollen oder sogar Ausrüstungsgegenstände weiterverarbeitet. Erwähnenswert sind hier außerdem noch die Rüstungs- und Waffenpergamente, mit denen Verzauberer ihre Verzauberung auf Papier bringen und diese anschließend ganz einfach verkaufen können. Als berufsspezifischen Bonus haben die Inschriftenkundler eigene Schulterverzauberungen, die nur sie verwenden können. Der Todesritter spielbar. Dabei startet ihr mit Level 55. Der erste Todesritter kann von jedem erstellt werden. Ihr benötigt nicht wie damals einen Charakter, der mindestens Stufe 55 aufweist. Außer ihr spielt auf einem der neuen WOTLK Fresh Server. Wenn ihr wenig Ahnung vom Todesritter habt, schaut gerne mal in unserem Todesritter Guide für Anfänger rein. Nach dem ersten Login mit eurem bestehenden Charakter werden eure Abzeichen automatisch in den neuen Reiterabzeichen importiert. Das gleiche gilt für eure Reit- und Haustiere. Mit einem Rechtsklick befinden sich diese im Reiterbegleiter. Dadurch spart euch jede Menge Inventarplatz und seht zusätzlich alles, was ihr habt, auf einen Blick. Eure Talente wurden überarbeitet. So könnt ihr schon jetzt auf eure 51er Fähigkeiten zugreifen und habt teilweise extrem mächtige Talente, die eigentlich für Level 80 ausbalanciert sind. Ich sag nur Dinge wie zum Beispiel Sternenregen vom Gleichgewichtsdruiden oder Titanengriff vom Furorkrieger. Mit letzterem könnt ihr gleichzeitig zwei Zweihandwaffen ausrüsten. Schaut gerne mal in unsere Klassenplaylist rein, dort gehen wir viele Ausrichtungen und Klassen durch. Neben den neuen Talenten und Fähigkeiten könnt ihr erhebliche und geringe Glyphen ausrüsten. Diese verstärken, verändern oder verbessern diverse Fähigkeiten. Besagte Glyphen können eine deutliche Auswirkung auf eure Spielweise haben. Den dritten Slot für die erhebliche Glyphe gibt es allerdings erst ab Stufe 80. Der neue Dungeon Browser wird eingeführt. Bei diesem könnt ihr euch mit einer Rolle als Tank, Heiler oder Schadensausteiler für einen Dungeon, Schlachtzug oder eine andere Aktivität anmelden, sodass sich andere Spieler finden können. Das Ganze soll die Gruppensuche vereinfachen. Der Kalender befindet sich im Spiel. Diesen könnt ihr via Knopf oben rechts im Eck aktivieren. Hier seht ihr nun unter anderem Ereignisse wie zum Beispiel die PvP-Wochenenden oder den Dunkelmond-Jahrmarkt. Ihr könnt auch selbst individuelle Ereignisse erstellen und Spieler dazu einladen, um so zum Beispiel ein Raid zu planen. Das normale Reiten kann nun ab Stufe 20 für 4 Gold und das schnelle Reiten für 50 Gold erlernt werden. Das langsame Fliegen, welches auf 150% erhöht wurde, kostet nur 250 Gold und kann ins Ralma bzw. der Ehrenfest erlernt werden. Das epische Fliegen kostet nach wie vor 5000 Gold und ist erst ab Stufe 70 erwerbbar. Eure Reittiere können nun zusätzlich schwimmen und ihr werdet nicht abgemountet, wenn ihr Wasser betretet. Des Weiteren wurde die Castzeit von 3 auf 1,5 Sekunden reduziert. Der Dual Speck ist erwerbbar. Ab Stufe 40 könnt ihr diesen für 1000 Gold beim Klassenlehrer kaufen. Hiermit habt ihr die Möglichkeit, auf eine sekundäre Talentverteilung zu wechseln, sodass ihr nicht immer eure Talente verlernen müsst. Wo wir auch schon mit den Talenten sind, in eurem Interface-Einstellungen unter Features könnt ihr nun die Talentvorschau aktivieren. Das getan, könnt ihr ab sofort eure Talente verteilen und müsst anschließend auf Erlernen klicken, um diese zu bestätigen. Erst dann sind die vergebenen Punkte aktiv. Ebenfalls unter dem Menüpunkt Interface und dann im Reiter Features gibt es den Ausrüstungsmanager. Diesen aktiviert könnt ihr nun im Charakterfenster diverse Sets zusammenstellen und speichern, sodass ihr deutlich einfacher eure Ausrüstung ohne Addon tauschen könnt. Ihr könnt nun ganz einfach beim Friseur diverse optische Einstellungen vornehmen, um so das Aussehen eures Charakters zu ändern. Ihr habt sogar die Möglichkeit, das Geschlecht eures Chars zu wechseln. Ihr bezahlt den Friseur mit Ingame-Gold. Es ist ab sofort möglich, eure Berufe zu verlinken. Dadurch könnt ihr einem Mitspieler ganz einfach präsentieren, welche Gegenstände ihr herstellen könnt. Mit dem Hakenmaterial vorhanden, seht ihr nun sogar, für welche Items ihr die benötigten Materialien in der Tasche habt. Die Erfolge sind im Spiel. Mit einem Klick auf das Schild öffnet ihr euer Erfolgsfenster. Hier seht ihr nun etliche Errungenschaften, welche ihr erledigt habt bzw. welche es noch zu erledigen gibt. Für manche bekommt ihr sogar einzigartige Reittiere oder Titel. Die Itemwerte werden teilweise vereinheitlicht. So gibt es anstatt dem Zauberschaden und der Plusheilung nur noch die Zaubermacht. Dadurch habt ihr es zum Beispiel einfacher, wenn ihr eine Hybridklasse spielt und dann mit Dualspec gerne nochmal Schaden macht bzw. heilt. Die kritische und normale Trefferwertung wird ebenfalls zusammengelegt und der Wert Rüstungsignor so verändert, dass diese als Rüstungsdurchschlagswertung zählt und somit abgeschwächt wurde. Neue Zeppeline und Schiffe befinden sich im Spiel, so hat als Allianzspieler der Hafen seine Pforten geöffnet. Hier geht es dann ab der Erscheinung von WOTLK nach Nordend. Es fährt allerdings jetzt schon ein Schiff, welches euch direkt in die Dunkelküste kutschiert. So habt ihr es deutlich leichter als Trainer oder Nachtelfspieler nach Stormwind zu kommen. Bei der Horde gibt es den neuen Zeppelin-Turm vor Orgrimmar. Hier hat ebenfalls schon einer seine Arbeit aufgenommen, welcher euch schnurstracks nach Fannablaff befördert. Diverse Rassenfähigkeiten wurden angepasst oder hinzugefügt.
Kochen des Blutes nun zum Beispiel pro Klasse individuell und hat keinen heilungsreduzierenden Effekt mehr. Wir verlinken euch eine Liste aller neuen Rassenfähigkeiten in der Beschreibung. Schurken haben ab sofort die Möglichkeit, Äxte zu erlernen und Druiden die Möglichkeit, mit Stangenwaffen umzugehen. Geht dazu einfach zu den jeweiligen Waffenlehrern in euren Hauptstädten. Die Attrappen befinden sich im Spiel. Hier könnt ihr zum Beispiel in eurer Hauptstadt diverse Rotationen oder Fähigkeiten testen, ohne dass ihr dafür ein lebendes Ziel benötigt. Harris Pilton im Gasthaus in Shadrad im unteren Viertel verkauft euch nun das tragbare Loch. Das ist eine 24-Platz-Tasche, welche schlappe 3000 Gold kostet. Das Sunville Plateau wird mit dem Pre-Patch definitiv genervt. Genaue Patch-Notes sind Stand heute noch nicht bekannt. Der Nerf kommt aber definitiv. So hat es der Class-Lead Brian Birmingham vor einigen Wochen zumindest via Twitter geteilt. Genaue Änderungen updaten wir in der Beschreibung bzw. bringen wir in einem weiteren News-Video. Der kostenpflichtige Level 70er Boost wird sich ab dem Pre-Patch im Spiel befinden. Damit könnt ihr gegen Echtgeld einen Charakter auf Stufe 70 katapultieren. Das Ganze wird allerdings nicht für den Todesritter möglich sein. Auch hier gibt es leider noch keine Details, wir halten euch aber auf dem Laufenden. Das neue WOTLK Wasser ist im Spiel. Gefunden habe ich dieses bei den Gastwirten in den jeweiligen Hauptstädten. So habt ihr jetzt schon die Möglichkeit, deutlich schneller Mana zu regenerieren. Euer Ruhestein hat nur noch 30 Minuten Abklingzeit anstatt 60. Das sollte vor allem Leuten zugutekommen, welche sich auf dem Weg zur Maximalstufe befinden. Wenn ihr mit eurem Charakter unterwegs seid, der noch nicht die Maximalstufe erreicht hat, bekommt ihr Erfahrung in Schlachtfeldern. PvP-Twinks müssen dabei allerdings keine Angst haben. Ihr könnt die Funktion auch ganz einfach in Stormwind oder Orgrimmar für 10 Gold deaktivieren. Die passive Berufsboni ist bereits im Spiel. So bekommt ihr als Kräuterkundler zum Beispiel die Fähigkeit Lebensblut, um mich selbst zu heilen, als Bergbauer Zähigkeit mit erhöhter Ausdauer oder Kirschner Meister der Anatomie für mehr kritische Trefferwertung. Checkt unbedingt mal unser Berufsvideo aus, dort gehen wir in knapp 11 Minuten alle Berufe samt deren Boni durch. Die Weltevents namens Zombie-Seuche und Geiselinvasion kommen ins Spiel. Diese starten in Amerika am 6. und 13. September, bei uns demnach datumtechnisch einen Tag später. Hier tauchen unter anderem fliegende Nekropolen auf und ihr könnt euch in einen Zombie verwandeln und andere Mitspieler und NPCs mit der Seuche anstecken, sodass sich diese ebenfalls verwandeln. Ihr habt unter anderem die Möglichkeit, an ein episches Set zu kommen, indem ihr die Invasion zurückschlagt, Minibosse tötet und lootet, nekrotische Runen plündert und diese eintauscht. In Karazhan gibt es einen zusätzlichen Boss namens Prinz Tenris, der neben einem Fledermaushaustier die Level 70er Version des Arcanite Reaper droppen kann. Wenn ihr als Bergbauer unterwegs seid, dann müsst ihr nur noch einmal das jeweilige Erz abbauen. Dadurch bekommt ihr jegliche Materialien und ihr spart euch das mehrfache Draufschlagen. Die benötigte Erfahrung, welche ihr für ein Level in TBC von 60 auf 70 benötigt, wird deutlich verringert. Man geht momentan davon aus, dass es sich um ca. 30% weniger benötigte Erfahrung pro Level handelt. Mit dem Pre-Patch endet zugleich die vierte Arena-Season. Ab diesem Zeitpunkt wird es möglich sein, Season 4 Gear für Ehre zu kaufen. Besagtes Gear ist das beste PvP-Gear, welches es zu kaufen gibt und damit ungefähr auf T6-Niveau. Erwartet wurde, dass dieses weiterhin nur gegen eine verringerte Summe an Arena-Punkte zu erwerben ist. Dadurch habt ihr nun eine extrem gute Möglichkeit, Twinks nachzuequippen. Eingesessene PvP-Spieler hingegen werden dadurch auch ihren Spaß haben, wenn ihnen als Gegner auf den Schlachtfeldern frische Level 70er Chars mit grünem Gear entgegentreten. Zu guter Letzt steht noch der Questhelper auf meiner Liste. Hier hätte ich erwartet, dass dieser ebenfalls mit dem Pre-Patch ins Spiel kommt. Da dieser Stand heute aber weder auf dem PTR noch in der Beta vorhanden ist, kann ich das Ganze noch nicht bestätigen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr mit dem Pre-Patch vorhabt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch super gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem vielen herzlichen Dank an unsere Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hiermit ganz einfach unterstützen. Link dazu gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.